begrüße euch hier wieder ganz herzlich zurück zu einem neuen Tag hier bei Coral Island. So, wir haben den Erdriesen befreit und haben Ingwer gefunden. Wir haben ein bisschen Silber gefunden, was uns nicht wirklich viel weiterhilft, aber na doch schon so ein bisschen. Und jetzt heißt es... So. Wieder 5 neue Silber herstellen. Ernten. Ernten, ernten, ernten. Genau. Blattsalat. Blattsalat in Bronzequalität sollten wir ja verkaufen, wurde mir ja gesagt. Weißt du, dann machen wir das mal. Und der Rest, der kann ja erstmal... Wobei, ich brauche das Geld, komm. Ich brauche das Geld. Ah, jetzt brauche ich auch meine Gießkanne wieder. Was hat jetzt eigentlich mehr Priorität, stelle ich mir die Frage. Hat es... Oh, schön, es wird wieder nicht angezeigt. Das Museum aufzuwerten, die Algen wegzumachen, beziehungsweise den Müll. Menschlein, Riese vergessen haben. Menschlein kann nicht betreten Dorf. Zum Dorf kommen. Ich öffne für Menschlein. Geh ins Riesendorf. Das war jetzt hier, glaube ich, links lang, ne? Wir gehen einfach mal jetzt links lang. Kann nicht betreten Dorf? Ich bin doch der Meinung, ich konnte das betreten, oder ist das nicht das Dorf? Ah. Ah, da ist das Dorf. Psst, Menschlein, hier. Hä? Wo? Hier. Hier, Menschlein. Komm, komm, Häuptling, welches Menschlein nicht können gehen ins Dorf wie Riese. Also Grog öffne den Weg für Menschlein. Menschlein nicht kann zuschauen. Menschlein gehen zurück. Konnte das grafisch nicht umsetzen. Und haben dann daraus jetzt einen Joke gemacht. Okay. Ja, kann man machen. Nicht genug Menschlein. Augen schließen muss. Menschlein hat Augen offen. Ich glaube, sie haben Schluss auf. Tut mir leid. Okay, trotzdem. Grog geschafft. Also ich schätze, nicht so wichtig sein. Ganz offen jetzt. Menschlein, komm mit Grog. Dieses Haus, Grog. Dieses Wasserriesenhaus. Dieses Häuptlingshaus. Dieses Windriesenhaus. Und dieses... Dieses Haus vom Häuptling wird es offenbaren. Grog sagt nichts, sehr traurig. Ah, Grog vergessen. Hier, Grog kann helfen, Menschlein. Bringe Werkzeug zu Grog und Grog machen besser. Aber wenig nur besser. Mehr Stark braucht mehr Riese. Okay, das alles. Komm, komm, Menschlein. Wie will er denn mein Werkzeug jetzt noch besser machen?
Eine Werkzeugverzauberung, okay. Verzauberungen verleihen deinen Werkzeugen und Waffen besondere Effekte. Um mit den Verzauberungen zu beginnen, wähle eine Waffe oder ein Werkzeug aus, das du verzaubern möchtest. Platziere eine passende Menge an Edelsteinen, Artefakten oder Fossilien, um die Verzauberung zu verstärken. Entscheide, welchen Zauber du auf deinem Werkzeug oder deiner Waffe haben möchtest. Ich wurde natürlich wieder komplett zurückgesetzt, ne? Verzauberung. Wähle ein Werkzeug. Erdjuwel? Wo habe ich denn die Erdjuwelen her? Seltene Beute, 40%. Okay. Ach, ich erfahre das vorher gar nicht. Ein Wasserabzug, 10%. Okay. Oh, hier habe ich auch schon. Bronzequalität, Korallenstellen heilen. Ah. Ah, die sind neu. Das heißt also, ich kann ruhig alles verzaubern. Wenn ich wüsste, was macht, ne? Beute. Seltene Beute. Schneller Schwung. We enchant tools in Center Temple. Also wir verzaubern Werkzeuge. Große magische Verbindungen zur Erde ermöglichen das. Auch hier wieder natürlich die Übersetzung fehlt. Der Weg wird sich öffnen, wenn zumindest zwei Riesen frei sind. Ja, sind doch der Häuptling und der Riese, oder nicht? Oder zählt das nicht? War doch jetzt ein schneller Schwung, oder? Oh Mann, der Baum braucht ganz schön lange. Und Saft. So, dann hatten wir das hier verbessert. Was war hier nochmal? Bin ein bisschen skeptisch. Darf ich das sein? Darf ich? Ja, darf ich, ne? Was hat es jetzt mit diesem seltenen Fund auf sich? Oder besonderer Fund, oder wie das hieß. Ja, sowas zum Beispiel. So eine Erdgeode, das fühle ich. Also da bin ich dabei. Komm, verkaufen wir jetzt erstmal. Ich habe davon jetzt erstmal genügend. Das verkaufen wir nicht. Steine können wir auch noch verkaufen. Könnte noch was zum Schmied bringen. Das würde vielleicht noch Sinn ergeben. So die Sense könnte Sinn machen. Ah, halt, falsche Truhe. Oder aber auch die Axt, damit ich den Baum da besser wegkriege. Bin mir immer so unschlüssig, was ich da am besten machen soll.
Besonders jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich ja... Achso, es ist Sonntag. Ich glaube, da hat der geschlossen, der... Heute geschlossen, ja. Warum gehe ich dann überhaupt... Oder warum möchte ich dann überhaupt da, ne? Ach, egal. Da gehe ich dann ins Wasser und mache... Ach, das ist doch wieder... Wasser könnte ich auch wieder Sachen finden, die ich dann wieder vielleicht im Museum spenden kann. Ja. Weiß nicht. Erstmal wieder die Sachen zurückbringen. Die blockieren sonst mein Inventar. Wasser brauche ich unter Wasser nicht. Behalte ich mal. Das brauche ich wahrscheinlich auch nicht unter Wasser, das auch nicht und das auch nicht. Ja. Okay, das bringe ich auch nochmal ganz kurz weg. Aber nach da unten komme ich jetzt nicht, ne? Doch, da komme ich, Tauchpier. Da komme ich hin. Ja, komm. Dann gehen wir denn. Aber seit wann kann ich denn zum Tauchpier? Ah, egal. Vielleicht war ich da auch schon mal und ich habe es nur nicht gemerkt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade bin. Was hat es nochmal mit den Dingern auf sich? Jetzt sammle ich hier aktuell gerade nur Müll ein, ne? Ozeanschnecke, das ist schon mal gut. Die können wir ruhig einsammeln. Die hatten wir nämlich noch nicht. Auch wichtig, den Seetang einsammeln. Wir brauchen halt wieder was anderes halt erstmal, ne? Wir brauchen nämlich erstmal dieses eine Ding. Kann ich eigentlich unter Wasser was essen? Fällt mir immer gerade so ein. Natürlich kann ich unter Wasser essen. Wenn es in keinem anderen weiteren Spiel geht, in diesem Spiel geht es ja. Ah, ich sollte als nächstes, glaube ich, die Sichel mal updaten. Oder aufwerten. Upgraden, nicht updaten, upgraden. Genau, ich finde ganz zum Schluss das Wasser. Aber jetzt einer von zweien. Ich muss zwei finden diesmal. Alarm niedrige Ausdauer entdeckt. Ja.
Kannst du wieder nicht glücklich schätzen, jetzt habe ich wieder Ausdauer genug. Oh, das ist schon mal auf, okay. Das ist leider nicht alles auf. Yay. Haben wir dann auch schon mal. Nur Müll. Oh, da oben ist noch, Seetang. Oh, eine pazifische Aussaat. Das ist ja auch schön. Ich dachte, dass ich die einfach mal so abbauen kann. Nein, es war nichts zum Abbauen. Es war wirklich was zum Einsammeln. Nehmen wir mit. Ach, Mann. Ich muss halt jetzt hier was essen, wenn ich da ein bisschen was frei machen möchte. Ich habe jetzt zwar schon hier einiges an Platz gemacht, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird, ausdauertechnisch. Da freue ich mich ja dann schon, wenn ich dann welche Sachen dann besser abbauen kann. Oh, die Truhe nehmen wir gerne. Gibt's doch nicht. Das muss doch hier irgendwo sein. Da ist es. Yes. Höhle Sepulu. Sind auch noch Höhlen. Nein, 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 nein. Sag mir nicht, dass da irgendwas unterbrochen wird. Ah, okay, gut. Und der öffnet den Weg hier. Den jetzt den Weg geöffnet? Den schon mal nicht. Okay, der ist offen. Und der nach oben ist auch nicht offen? Ich muss jetzt echt erstmal hier. Leider habe ich nicht mehr viel Ausdauer, das ist das Problem. Ich hatte doch hier aufgemacht, oder nicht? Oh, das möchte ich einsammeln gerne. Also das hier muss ich nochmal separat machen, damit ich da weiterkomme. Okay. Dann bewegen wir mal den Anker hierher. Und ja, tauchen aufhören. Danke. Ein bisschen was haben wir gefunden. Und ein bisschen was können wir auch herstellen. Insofern alles gut.
Ja, das heißt, diese zwei Punkte haben wir schon mal safe. Ein Glas. Den Seetang und ein Glas. Alter. Habe ich kein Glas? Kein Glas in meinem Inventar. Habe ich auch noch Seetang? Drei Stück habe ich. War nicht irgendwie auch was, dass ich die spenden muss? Ne, ist eine Ressource. Gespendet noch nicht. Okay, gespendet. Ach, die Muschel hätte ich essen können, okay. Ah, das sind Sachen zum Essen. Okay. Naja. Man lernt ja nie aus, was man alles heutzutage essen kann, ne? Das Glas wieder zurück. Das kann rüber. Kann ich dann aufmachen lassen. Oh, eine Ozeanschnecke kann ich aber spenden. Das ist doch gut. Eine. Eins. Die Auster lohnt sich nicht wirklich zu verkaufen. Da finde ich das als Essen dann doch ein bisschen... Ach, Mann. Interessanter. Spendet. Essen. Platzierte Truhe. Essen. Spendet. Das heißt also jetzt erstmal wieder alle Sachen zurück. Also ich brauche dann für die nächste Folge das. Das. Das kann wieder hoch. Ja, das brauche ich alles für die nächste Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Essen bringen wir noch ganz kurz weg. Das hier. Das. Haut rein. Tschö, tschö.